Ich werde Minecraft ultra realistisch machen, indem ich sterbe. Aber wie sieht Minecraft am Ende aus? Es wird unfassbar, also bleibt dran und like das Video für mehr. Und da sind wir auch schon in der Welt von Minecraft und müssen heute wirklich durch Tode einfach mal Realismus erlangen. Hä? Und oben rechts ist anscheinend so eine Glasflasche dazu gekommen. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, was sie bedeutet. Und wir haben eine Challenge bekommen. Die heißt einfach mal, spüre deinen Fortschritt, also die Challenge. Na, da bin ich mal gespannt. Was kann das denn bedeuten? Also erstmal ganz kurz, Freunde. Unser Minecraft sieht einfach mal absolut verrückt aus. Wir sehen, es sieht aus, als hätte ich das von einem 1-Dollar-Laden geholt. Also von so einem 1-Euro-Laden. Das sieht aus wie ein Fake aus dem Internet. Aber das soll es natürlich nicht bleiben. Deswegen werden wir heute durch Sterben einfach mal Minecraft realistischer bekommen. Und wenn ihr Minecraft noch realistischer machen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Dann explodiert Minecraft am Ende des Videos. Das garantiere ich euch. Aber Leute, was soll denn jetzt diese Challenge heißen? Spüre deinen Schaden. Das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, wäre halt, dass wir vielleicht Fallschaden bekommen müssen. Deswegen würde ich sagen, ich baue mal ein bisschen Gras ab. Und ja, Leute, unser Gras sieht einfach mal so unglaublich schlecht aus. Ich meine, schaut euch das mal an. Ich würde sagen, ich baue mal ganz kurz hier Gras ab. Okay, und ich denke mal 40 Gras, wobei das sind Dreckblöcke, sollten auf jeden Fall ausreichen. Ich meine, man erkennt Minecraft halt so gar nicht, deswegen müssen wir uns auf jeden Fall beeilen, denn ich möchte natürlich die neue Realismusstufe freischalten, indem wir sterben. So, ich baue mich jetzt einfach mal mit diesen Dreckblöcken, die einfach mal gar nicht aussehen wie Dreckblöcke. Ich baue mich einfach mal nach oben, würde ich sagen, und ich bin echt gespannt, ob das Ganze funktioniert oder halt nicht. Deswegen und zack, 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 zack. Zack, wir sind jetzt auf jeden Fall sehr weit oben. Ich denke mal, wir sollten auf jeden Fall sterben. Und let's go, Freunde. Woo, wir sind gestorben. Und wo sind wir denn gelandet? Minecraft sieht ja genauso verrückt aus wie gerade. Wir sind beim realistischen Villager angekommen. Okay, ja, das heißt, wahrscheinlich müssen wir jedes Mal zum realistischen Villager gehen und mit ihm reden, oder was? Ganz genau. Die nächste Realismusstufe wird jetzt freigeschaltet. Ah, okay, okay. Aber es sieht doch immer noch alles so komisch aus. Warte mal, wir haben hier so Realismusportale. 20% Realismus, 40% ist noch gesperrt, 60% ist noch gesperrt. Und hier sehen wir, werden die immer krasser, diese Portale. 80%, 100% und Fragezeichen Realismus. Na, da will ich auf jeden Fall rein. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal in 20% Realismus herein. Freunde, ich bin jetzt schon gespannt. Okay, wow. Wir sind jetzt in der 20% Realismus-Welt angekommen. Und wir sehen auch wieder oben rechts unser Seelen. Glas ist leer. Das heißt, wir müssen es wieder auffüllen mit einem Tod, um dann wieder in die realistische Villager-Lobby zu kommen. Okay, was ist denn jetzt die Aufgabe? Und ich sehe schon, okay, die Aufgabe ist aufgeploppt und sie nennt sich einfach mal Bienenliebe. Oh Gott, das heißt, ich muss wahrscheinlich mir irgendwo eine Biene suchen, die mich dann sticht, sodass ich halt dann am Ende durch Bienenschaden sterbe. Bevor wir so weit sind, muss ich mir nochmal kurz Minecraft anschauen, denn wir sehen, es ist auf jeden Fall ein wenig, so ein bisschen realistischer geworden und es sieht auch sehr, sehr, naja, gut, jetzt nicht unbedingt aus, aber es sieht auf jeden Fall besser aus und das ist, denke ich mal, schon mal ganz nice. Deshalb müssen wir jetzt mal zusehen, dass wir nochmal Minecraft ein bisschen realistischer machen, denn wir dürfen nicht vergessen, wir sind gerade mal in der 20% Realismus-Welt und ich besorge mir natürlich trotzdem die ein oder anderen Sachen zum Craften, denn die werden wir heute benötigen. So, ich habe jetzt hier erstmal, würde ich sagen, vor, eine Spitzhacke zu machen. Die soll ja nicht schaden, habe ich gehört. Und ich sehe gerade, warte mal, da war doch eine Biene. Da ist sie. Bienenliebe, Freunde. Wir müssen jetzt erstmal uns von einer Biene stechen und töten lassen. Das ist auf jeden Fall ein sehr verrücktes Abenteuer. Aber ich sehe, hier ist auch ein Höllenportal, also ein Netherportal. Was war das denn? Ach, das war dieser Magma-Block. Ah, okay. Eine Kiste sehe ich hier auch. Oh Gott, ich bekomme Schaden. Obsidian haben wir hier drin. Ein Feuerzeug. Naja, okay, zweimal Feuerzeuge. Ein goldener Apfel und Flint. Okay, ist nicht das Allerbeste, aber es ist okay. So, wir können jetzt Folgendes machen, Freunde. Ich stehe mich hier extra so in Lava rein und suche mir jetzt hier ganz schnell eine Biene und die muss mich dann einmal töten. So, ich habe jetzt schon echt viel Schaden bekommen. Komm, 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 komm. Biene, bitte greif mich an. Komm, 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 wo sind die Bienen? Wo sind die Bienen? Lol, das sind so realistische Bienen. Das sind keine normalen Bienen, die sind einfach schon realistisch. Schaut euch mal diese Bienen an.
Okay. Also der Lavaplan ist gut, Freunde, den merken wir uns. Aber ich möchte noch mal ganz kurz mich umschauen. Haben wir hier noch weitere realistische Tiere am Start? Oder ist das wirklich nur diese Biene? Und ich sehe, das ist hier unser Turm, den wir gerade aufgebaut haben. Und wir haben tatsächlich noch realistische Schafe. Also wir haben realistische Tiere im Spiel hereinbekommen. Sogar Schmetterlinge habe ich hier gesehen. Sieht ja mal super gut aus. Und vorne auch noch eine realistische Kuh. Also ich muss sagen, das gefällt mir auf jeden Fall. Was ist denn das? Ein realistisches Hühnchen ist auch am Start. Okay, Freunde. Genug rumexperimentiert. Ich will in die nächste Realismuswelt herein. Deswegen schnappe ich mir jetzt hier mal ganz schnell etwas von dieser Lava. Okay, also ich gehe jetzt hier auf jeden Fall in die Lava herein und wir sehen, ich bekomme schon ganz gut Schaden. Und wir sehen Biene. Greif mich an im letzten Moment. Okay, komm, jetzt greif mich an, sie greift mich an. Komm. Ja, wir sehen, was stung to death. Sie hat uns genau den letzten Schlag gegeben, so wie wir das wollten. Und wir sehen auch gleichzeitig oben rechts unser Beutel, beziehungsweise unser Glas, hat sich gefüllt mit einer schwarzen Seele. Das heißt, wir sind auf jeden Fall bereit, um uns die nächste Welt abzuholen, weil die ist ja aktuell, wie wir sehen können, noch verriegelt. Da können wir noch nicht rein in 40% Realismus. Aber ich sag dem Villager, dass wir jetzt auf jeden Fall bereit sind. Aha, die 40% wird eröffnet. Dankeschön für deine Seele. Na, immer gerne doch. Okay, Freunde, und wir sehen, die Tür hat sich wirklich geöffnet. Das heißt, wir können in die 40% Welt reingehen. Und dann bin ich echt gespannt drauf. Oh, wow. Oh mein Gott, wo sind wir denn runtergefallen? Und was passiert? Warum ist meine Hand so komisch? Meine Hand, die wackelt irgendwie so. Okay, jetzt ist meine Hand wieder ganz normal. Freunde, wir sehen aus. Minecraft sieht einfach aus wie aus einem Trailer. Was ist denn mit Minecraft passiert? Alter Schwede. Also ich muss sagen, ich bin echt erstaunt. Ich laufe anders, merke ich gerade. Schaut euch das an. Ich laufe anders. Das ist ja der Wahnsinn, Freunde. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also ich muss sagen, Minecraft fängt mir gerade an, richtig gut zu gefallen. So, schaut euch mal an. Ich schlage auch richtig komisch. Alter. Also ich muss sagen, das ist wirklich krass. Das ist wirklich sehr krass. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt einfach mal rüber. Okay, ich bin gerade noch mal ein bisschen erstaunt, Freunde, denn ich sehe, ich kann meinen Körper sogar sehen und ich sehe, das Wasser ist realistisch. Also, Leute, mega, mega cool. Aber warte mal kurz, mein Seelenglas ist ja immer noch leer und ich sehe gerade, die nächste Challenge kommt auch rein. Die nennt sich Unter Strom stehen, heißt die Challenge. Und ich muss sagen, ich kann mir darunter gerade noch nicht so viel vorstellen. Vielleicht irgendwas mit Blitzen könnte ich mir vorstellen, aber sonst weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir schauen mal nach, ob wir vielleicht irgendwas in die Richtung Kupfer oder sowas finden können, weil Kupfer ist doch dafür verantwortlich, dass wir Blitz bekommen oder Blitze abbekommen. Dann gucken wir mal. Kann ich abbauen? Ah ja, okay, jetzt kann ich hier das Ganze abbauen. Sehr schön. So, dann, Freunde, sehen wir hier, bauen wir fleißig Steine ab. Kupfer können wir allerdings auch mit einer Steinspitzhacke abbauen. Und ein Crafting Table haben wir ja auch am Start. Dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt auf jeden Fall eine Steinspitzhacke. So, da haben wir sie schon, die Steinspitzhacke. Und ich mache nochmal ganz kurz hier eine Axt. Passt es noch? Ja, das sollte noch passen, Freunde. So, wir haben jetzt hier auch die Steinaxt am Start. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie Minecraft gleich in der 60% Realismus-Welt aussehen wird. Weil das wird bestimmt nicht ohne. Okay, also gucken wir mal. Sehen wir mal, dass wir hier irgendwo eine Mine finden. Aber ich muss einfach sagen, ich finde es so cool, dass Minecraft aussieht wie aus einem Trailer. Ja, jetzt haben wir schon eine Mine gefunden. Ich merke aber, wir haben natürlich keine Kohle. Und lol, wie kommt denn dieser Mob angelaufen? Das sieht auf jeden Fall auch nicht normal aus. So, jetzt, Freunde. Was? Was? Minecraft? Was? Was ist das denn hier für ein Kampf? Das sieht ja viel realistischer aus. Hey, hey, komm, Moment. Nimm das. Oh, Leute, was haben wir denn hier für einen heftigen Kampf am Start? Oh, lol. Minecraft wird jetzt zu einer richtigen Kampfmaschine. Ey, das ist cool. Okay, Freunde, also ich muss jetzt hier, wie gesagt, nach Kohle suchen. Und da haben wir schon Kohle gefunden. Gott sei Dank. Also, wir müssen uns auf jeden Fall einen Kupferblock machen. Und ich merke gerade, essenstechnisch sind wir auch nicht gut dabei. Also, Essen wäre an sich auch nicht verkehrt. Aber hier haben wir zumindest schon mal Kupfer. Sehr gut. Jede Menge Kupfer, oder? Ja, da hinten haben wir noch mehr Kupfer. Okay, also ich muss jetzt auf jeden Fall aufpassen. Oh Gott, dass wir nicht sterben. Wir dürfen nämlich natürlich nur sterben über die Mission. Und unsere Mission lautet unter Strom stehen. Und unter Strom stehen
Damit ist natürlich gemeint, dass wir irgendwas mit dem Blitzen machen. Deswegen kann ich eigentlich auch schon einen Ofen machen. Und in diesen Ofen packen wir dann, wie gesagt, dieses Kupfer rein. Ich mache einen Kupferblock. Und ich denke mal, mit dem Kupferblock sollten wir dann auch die Blitze abbekommen können. Ofen ist gemacht. Und jetzt packen wir einfach mal hier Kupfer rein und etwas Kohle. Und wir sehen, es schmilzt durch. Alles aktuell noch nach Plan. Wir müssen, wie gesagt, nur aufpassen, dass ich jetzt hier nicht nochmal Fallschaden bekomme. Wobei, komm, ich esse jetzt einfach verrottetes Fleisch. Ich habe nichts anderes. Und zumindest regenerieren wir so ein bisschen. Ja, okay, wir haben jetzt ein halbes Herz regeneriert. Das war jetzt auch nicht die große Hilfe, muss ich sagen. Okay, ein bisschen mehr sogar noch. Aber, naja. Und da haben wir sie, die 7 Eisen am Start. Okay. Jetzt heißt es am besten noch mal ein bisschen was zu essen finden. Wobei, ja, ist eigentlich egal. Wir müssen sowieso sterben. Dann würde ich sagen, bevor wir uns jetzt hier noch Essen suchen, mache ich jetzt hier diesen Kupferblock. Und da ist er, Freunde. Und ich hoffe, dass unsere Vermutung auch richtig liegt. Dass, wenn wir den jetzt platzieren, dass hier auf jeden Fall Blitze einschlagen. Also wir sehen, irgendwie so wirklich getan hat sich hier nichts. Aber warte mal, ich habe eine Idee. Was ist, wenn ich einen Knopf hier platziere, da drauf packe und jetzt einmal hier drauf drücke? Tut sich auch nichts, leider. Okay, das heißt, unsere Vermutung tut sich hier nichts. Muss ich den Knopf vielleicht woanders platzieren? Ey! Das war die Antwort. Und wir sehen, das Seelenglas hat sich wieder aufgefüllt oben rechts. Das bringen wir mal dem realistischen Villager. Okay, und wir sehen, da ist auch schon der realistische Villager. Und der sieht wirklich realistisch aus. Schaut euch den mal an. Der sieht ja mal komplett anders aus im Vergleich zu gerade. Ja, das heißt, wir gehen jetzt in die 60% Realismus-Welt herein. Und ich würde sagen, Villager, wir sind auf jeden Fall bereit für die nächste Welt. Öffne sie uns bitte. Wow. Da warst du ja schnell. Dann geht es jetzt in die 60% Realismus-Welt. Und danke für das Seelenglas. Na, immer gerne doch. Okay, dann gehen wir mal in die nächste Welt rein. 60% Realismus. Let's go. Wow. Okay, Freunde, wir sind auf jeden Fall wieder in der Welt von Minecraft. Und wir sehen, ja, es hat sich einiges getan. Und unser Seelenglas ist auch schon wieder leer. Und wir haben die nächste Challenge bekommen. Die Challenge heißt Kopfschmerzen. Okay, ich habe eine Vermutung. Und zwar kann es sein, dass wir uns einen Amboss auf den Kopf hauen müssen, so kopfschmerzenmäßig. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir auf jeden Fall Eisen benötigen, wenn wir diese Challenge so absolvieren möchten. Und ich werde jetzt mal ein bisschen was zu essen holen. Denn wir sehen, Minecraft ist tatsächlich wieder ein Stückchen realistischer geworden. Wir sehen, die Texturen sehen deutlich realistischer aus. Wir haben nicht mehr diesen Texture-Pack-Style von gerade eben, sondern, ja, viel realistischeres Minecraft. Aber das ist noch 60%. Wir sind noch nicht bei 100% angekommen. Deswegen bin ich gespannt, was uns bei 100% erwartet. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, wir suchen jetzt erstmal Eisen. Ist das Eisen oder was ist das? Das ist Eisen. Okay, sehr gut. Denn wir brauchen natürlich für einen Amboss Eisen. Wer hätte es gedacht? Und das finden wir hier aber auch sehr, sehr zügig. So, dann würde ich sagen, können wir den Ofen eigentlich auch schon sofort platzieren? So sieht der Ofen aus. Joa, ist schon sehr realistisch, aber da geht auf jeden Fall noch was. Da bin ich mir sicher, Freunde. So, dann würde ich sagen, Ofen wird jetzt angeworfen mit Kohle rein. Ah, guck mal, das hat sich jetzt auch verändert. Also es ist schon ganz gut, aber wie gesagt, noch ein bisschen verbesserungswürdig. Und wie gesagt, wir brauchen auch auf jeden Fall Essen. Deshalb mache ich mir am besten sogar noch einen zweiten Ofen. Dann können wir nämlich in den zweiten Ofen noch mal ein bisschen Essen reintun. So, jetzt haben wir hier, genau, Crafting Table ist daneben. Und Ofen ist dann auch hier, zack. Und dann würde ich sagen, kommt jetzt hier nämlich das Fleisch herein. Und ja, wir brauchen nochmal ein Stückchen Kohle. Nehmen wir uns einfach mal von hier, genau, ein bisschen Kohle weg. Und wir sehen, jetzt, genau, brät auch nochmal hier Fleisch durch. Und mir fällt gerade ein, wir brauchen echt einiges an Eisen. Deswegen werde ich mal zusehen, dass wir jetzt uns eben auf Eisensuche machen. Und ich melde mich dann, wenn wir jetzt genug Eisen wieder haben. Also jetzt sehen wir hier, Kohle ist auf jeden Fall auch nochmal am Start. Aber wie gesagt, ja, wir werden ein bisschen Kohle noch benötigen für die Öfen. Aber eher Eisen. Ich meine, wir brauchen 3 Eisenblöcke. Und das ist schon echt einiges. Wobei ich sagen muss, an Kohle scheitert es nicht so viel, wie wir hier haben. Mann, wie viel Kohle ist denn das? Alter, als hätte uns der Minecraft-Gott einfach mal Kohle geschenkt. Okay,
Aber das verteilen wir dann jetzt hier in diesen Öfen. Zack, hier ein bisschen und da ein bisschen. Aber wir brauchen viel mehr, Freunde. Viel, viel mehr. So, ich habe mir jetzt hier schon eine neue Spitzhacke machen müssen. Oh, das war knapp. Das war knapp. Alter, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Das war richtig knapp. Aber wir haben überlebt. So, jetzt haben wir eigentlich genug Eisen. Ich würde sagen, damit können wir jetzt erstmal zurückgehen. Und wieder ab hier in unser Loch. Also da, wo wir halt unsere Öfen haben. So, dann einmal kurz verteilen. Hier dann ein bisschen und hier dann ein bisschen. Kohle haben wir, wie gesagt, mehr als genug. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, um uns den Amboss zu machen. Und wir müssen ja noch eine Möglichkeit suchen, um irgendwie auch den Amboss auf unseren Kopf fallen zu lassen. Und da habe ich mir eine coole Technik überlegt. Und zwar nehmen wir einfach jetzt eine Schaufel. Zack, da haben wir schon die Schaufel am Start. Und wir besorgen jetzt Sand. Ganz oben auf dem Sand, also auf so einem Sandstapel, werden wir dann einen Amboss platzieren. Und dieser Amboss fliegt dann auf unseren Kopf drauf. Damit der ganze Sand runterfällt, werde ich das so machen, dass unten eine Fackel platziert wird und den Sand automatisch abbaut. Ich hoffe, dass diese Taktik funktioniert. Müsste allerdings eigentlich, wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe. Wir werden es auf jeden Fall gleich sehen. Aber den Sandturm können wir auch erst machen, wenn wir natürlich den Amboss haben. Deshalb bin ich natürlich gespannt und ich denke, das sollte auf jeden Fall ausreichen. Dann machen wir das Ganze auch hier neben Wasser. Dann können wir nämlich von oben runterspringen ohne Probleme. Und wir gucken nochmal kurz, was in der Zwischenzeit sich hier getan hat. So, und 8 und 8. Das, ich glaube, das reicht immer noch nicht, wenn ich mich nicht täusche. Zack, zack und zack. Da haben wir 3 Eisenblöcke und für einen Amboss brauchen wir immer noch etwas Eisen. Und zwar, ja, genau. Aber es reicht, Leute, es reicht auf jeden Fall sehr schön. So, Amboss ist am Start und jetzt gehen wir mal hier rüber. Wir müssen uns, wie gesagt, am besten neben dem Wasser hochbauen. Oben kommt dann der Amboss hin und dann sind wir auch schon bereit für die nächste Realismuswelt. Ich bin gespannt, Freunde. So, also wir machen jetzt einen ganz, ganz großen Sandstapel. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr krass. So, und wir sehen, okay, daneben haben wir auch diesen Dreckstapel, den wir ganz am Anfang gebaut haben. So, ganz nach oben, Freunde. Ja, ich benutze jetzt lieber ein bisschen zu viel als zu wenig Sand. Das können wir ja so oder so nicht mehr gebrauchen, deswegen ist egal. Und dann können wir jetzt nämlich hier ganz oben auf der Spitze diesen Amboss platzieren. Jetzt springe ich runter, bekomme auch keinen Schaden. Und jetzt müssen wir hier uns irgendwie gleich runterstellen, fällt mir gerade ein. Genau, wie ich das jetzt am besten mache, das ist die andere Frage. Okay, also da ist jetzt ganz oben, wie gesagt, der Amboss drauf. Ich muss eigentlich die Fackel nur noch hier platzieren, wenn ich mich nicht täusche. Und dann da runtergehen. Ich hoffe, dass mein Gedanke hier funktioniert, Freunde. So, aber... Oh, jetzt muss es, glaube ich, echt schnell gehen, wenn ich mich nicht täusche. Okay, Freunde. Also, jetzt wirklich kein Denkfehler darf passieren. So, also, zack. Und jetzt, oh Gott, hier runter, 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 runter. Und wir sehen, es war der falsche Block. Okay, nochmal neu, nochmal neu. Oh je, da habe ich was falsch gemacht. Okay. Nein, 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 nein. Ach, ich darf... Ja, ich baue ja den Block ab. Okay, Leute, ich mach's falsch. Ich mach's falsch. Ich weiß gar nicht, warum ich das so kompliziert gemacht habe. Fällt mir gerade ein. Also jetzt nochmal sorry, Freunde. Zack. Es hat nicht so funktioniert, Freunde. Okay, Leute, ich hatte einen kleinen Denkfehler. Ich glaube, jetzt müsste es funktionieren. Zack. Und jetzt, ja, ihr seht. Oh, ich hatte so einen doofen Denkfehler. Und fliegt der Amboss rein? Ja, komm, Amboss. Flieg, 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 flieg. Ja, wir wurden vom Amboss getötet. Und wir haben die nächste Welt freigeschaltet. Und ich muss sagen, Minecraft sieht da jetzt schon echt heftig aus. Und der realistische Villager freut sich ja wahrscheinlich schon über das Seelenglas, was sich ja auch im gleichen Moment, als wir gestorben sind, gefüllt hat. Sondern würde ich sagen, realistischer Villager, schalt uns die nächste Welt frei, bitte. Was? Du bist schon wieder hier? Okay. Dann mach dich bereit für die 80% Welt. Okay, dann würde ich sagen, realistischer Villager, ich bin jetzt schon gespannt. 80% Realismus, wir gehen rein. Oh mein Gott, wo sind wir denn jetzt gelandet? Was haben wir mit... Was ist mit Minecraft passiert? Das ist doch kein... Ist doch kein Minecraft mehr hier. Was ist das denn? Okay. Also ich muss sagen, ich bin maximal verwirrt. 80% Realismus und das ist das Ergebnis. Also ich muss sagen, ich bin wirklich, wirklich erstaunt. Das sieht ja fast gar nicht mehr aus, als würde ich mich in Minecraft befinden, so realistisch, wie das aussieht. Und unser Seelenglas ist leer, sehe ich gerade. Okay. Okay, Freunde. Also... Und ich sehe schon, die nächste Aufgabe ist reingekommen. Die nächste Aufgabe lautet lauter Traum. Okay, also irgendwas hat das mit dem Bett zu tun, da bin ich mir jetzt schon sicher. Aber was genau, das ist die andere Frage. Ich muss jetzt hier noch gerade herausfinden, was das hier soll, Freunde. Wo sind wir denn gelandet? Das ist doch hier kein Minecraft mehr. Ich meine, schaut euch doch einfach mal das hier an. Alter Schwede. Okay, Freunde, also meine Vermutung, ich habe sogar eine Vermutung, wäre...
Wir müssen auf jeden Fall in den Nether und uns dort durch ein Bett töten lassen. Allerdings brauchen wir dafür auf jeden Fall noch einmal Wolle. Und da sehe ich sogar ein Schaf. Genau, komm, noch mal ein bisschen Wolle, jawohl. Wir haben noch mal ein bisschen Wolle bekommen. Das heißt, ich crafte mir jetzt einfach mal ein neues Bett. So, dann würde ich sagen, bauen wir einfach mal dieses Bett, bisschen Holz hier ab. Alter, ich glaube es nicht. Ich werd verrückt, Freunde. Was passiert hier mit Minecraft? Wir bringen Minecraft einfach mal an das Limit. Anders kann ich mir das hier nicht erklären. Und wie gesagt, wir müssen gleich noch in den Nether. Selbst die Blumen, schaut euch mal an, wie schön diese Blumen aussehen. Ich glaube es nicht. Und selbst die Naturgeräusche sind vorhanden in Minecraft. Eieieiei. Also man könnte fast meinen, wir sind gar nicht mehr in Minecraft so schön, wie das hier aussieht. Okay, Freunde, aber dann machen wir jetzt erstmal diesen Crafting Table. Und ich mache jetzt einmal ganz schnell ein Bettchen. So, Bett sollte auch jetzt hier gecraftet werden können. So, zack. Und da haben wir es auch schon. Crafting Table nehmen wir mit. Und es geht jetzt einfach mal in den Nether. Oh, da bin ich jetzt schon gespannt. Also wir mussten ein wenig suchen, aber da haben wir es von vorhin. Und das sieht ja jetzt schon krank aus, Freunde. Das sieht einfach jetzt schon so krank aus. Okay. Oh mein Gott, ich brenne ja schon fast. Alter, das ist so heftig, Leute. Das ist so heftig. Okay, wir gehen dann einfach mal in das Nether-Portal herein. So, und oh mein Gott, Freunde, worauf habe ich mich hier eingelassen? Ich kann das alles nicht mehr sehen. So, dann geht's jetzt hier rein. Und alter Schwede, was ist das denn? Oh mein Gott, das ist der Nether. Das ist der Nether. Freunde, schaut euch mal an, wie heftig realistisch dieser Nether aussieht. Oh mein Gott, sogar so Rauch haben wir hier einfach mal am Start. Sogar Rauch. Alter Schwede. Ich muss sagen, damit habe ich echt nicht gerechnet. Also, dass wir Minecraft so an das Limit treiben, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Und ich muss sagen, ich bin echt erstaunt darüber. Alter, okay. Gut, aber wir haben ja immer noch eine Mission. Und zwar lautet unsere Mission, wir müssen uns durch einen Schlaf umbringen, um Minecraft weiterhin realistisch zu bekommen. Ich bin gerade nur fasziniert, wie heftig realistisch das hier aussieht. Gerade mit diesem Nebel, Freunde. Und wir sehen, ich bin wirklich noch in Minecraft. Das ist hier kein Fake. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen einfach nochmal rüber und werden jetzt versuchen, durch ein Bett zu sterben. Denn wir wissen alle, im Nether darf man nicht schlafen gehen. So, okay. Ich zünd mich schon mal hier so ein bisschen an. Okay, wir brennen auf jeden Fall. So, Bett wird jetzt hier platziert und ich gehe schlafen, Freunde. Ich gehe schlafen und... Oh ja, wir haben auf jeden Fall uns selbst in die Luft gejagt. Und das heißt, Minecraft wird nochmal realistischer. Und das Seelenglas hat sich wieder gefüllt. Okay, das geben wir jetzt ab bei ihm. So, wir respawnen einfach mal. Und wir sehen... Alter Schwede, wo bin ich denn gelandet? Also das sprengt echt alles, was ich jemals gesehen habe. Und der realistische Villager, der ist immer noch am Start. So, ich würde sagen, realistischer Villager, gib uns die 100% Realismuswelt. Ich möchte es jetzt sehen. Wow, dass du es so weit schaffst, hätte ich echt nicht gedacht. Aber klar, geh rein. Das Portal ist geöffnet. Okay, dann würde ich sagen, wir sind bereit, um jetzt hier in die nächste Welt reinzugehen. 100% Realismus. Wir gehen rein, Freunde. Let's go. Oh mein Gott, Leute, wir sind einfach mal in 100% realistischen Minecraft und das ist doch einfach das echte Leben. Schaut euch das mal an. Echtes Leben. Wir haben einfach mal Minecraft im echten Leben. Das ist doch der Wahnsinn. Alter Schwede, ist das realistisch? Ich denke mal, 100% Realismus wurde erreicht. Lasst doch mal schnell ein Like da. Ich würde sagen, wir starten mal sofort durch, denn um an dieses Fernglas zu kommen, müssen wir erstmal ein bisschen Eisen finden. Das ist also unsere allererste Aufgabe heute. Und ich sehe schon, da vorne ist ein Villager-Dorf. Das eignet sich auf jeden Fall ganz gut. Und wie gesagt, wenn wir durch das Fernglas schauen, wird einfach mal alles realistisch. Allerdings nur, wenn wir durch das Fernglas schauen. Und das wird auf jeden Fall unfassbar cool aussehen. Genauso wie das hier. Das sieht auch echt cool aus. Ein Weizenfeld einfach mal am Rande von einem Berg. Vom Villager-Dorf. Aber ich würde sagen, wir schauen erstmal, ob wir hier im Villager-Dorf nicht ein bisschen Weizen finden. Und ich sehe, das ist am Start. Denn so haben wir auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr großen Vorteil. Und ich sehe, da hinten ist auch ein ruiniertes Portal. Also ein kaputtes Nether-Portal. Vielleicht können wir das ja auch ganz gut gebrauchen nachher. Denn ich würde auch gerne mal mir den Nether anschauen mit
einem realistischen Fernglas. Okay, jetzt haben wir aber schon 12 Weizen. Ich denke mal, das sollte ausreichen. Schauen wir nochmal schnell in die Kiste rein, die sich hier befindet. Und wir sehen tatsächlich, ist hier einfach mal... Ja, wir haben hier ein bisschen was an Eisen drin. Reicht allerdings nicht, denn für ein Fernglas brauchen wir 2 Eisen und ein Glasblock. Und deswegen würde ich sagen, besorgen wir auch erstmal hier diesen Glasblock. Denn der befindet sich hier vorne. Denn das ist kein normales Fernglas. Normale Ferngläser würde man ja anders craften, also mit Kupfer und Amethyst. Allerdings brauchen wir ein spezielles Fernglas. Und ich würde sagen, genau deswegen sehen wir mal zu, dass wir jetzt erstmal hier die nötigen Sachen besorgen. Okay, Brot ist auf jeden Fall schon mal am Start. Und ich würde sagen, was brauchen wir noch? Genau, wir brauchen einmal... Ich setze übrigens mal kurz diesen Goldhelm auf. Wir machen einmal hier Eisen. Ah, es reicht aber nur aus für ein Eisen. Wir brauchen noch ein zweites Stück Eisen. Leider, leider. Aber okay, wir sehen, hier ist auch nicht wirklich was Brauchbares drin. Aber ich würde sagen, wir besorgen uns ganz schnell die Sachen. Ich meine, ein Eisen zu finden in einer Mine, das sollte auf jeden Fall nicht das Problem werden. Und wie gesagt, ein Glas machen, das ist jetzt auch nicht das Problem. Okay, aber bevor wir jetzt überhaupt erst in die Mine reingehen, würde ich sagen, nehmen wir nochmal ganz schnell hier am Crafting Table Platz. Und jetzt machen wir einmal eine Holzspitzhacke und besorgen uns ganz schnell Stein damit. Ja, okay, hier vorne ist ein bisschen schlecht. Wir laufen nochmal 2-3 Meter weiter, denn hier vorne haben wir schon Steinblöcke. Und ich würde sagen, nachdem wir dann diese Steinblöcke haben, machen wir uns noch eine Steinspitzhacke. Und eigentlich, ja, reicht das dann auch eigentlich schon aus. Wir gehen dann in die Mine und besorgen uns ganz schnell dieses Eisenstück, was wir noch benötigen für unser Fernglas. Okay, dann können wir nämlich eigentlich die Axt auch schon zur Seite packen. Sand haben wir auch am Start und ich kann auch eigentlich diesen Crafting Table hier mitnehmen, der im Haus drin ist. Okay, also wir sehen hier einmal eine Axt, damit wir uns wehren können gegen Monster. Und wir machen uns natürlich auch noch einmal eine normale Steinspitzhacke. So, okay, sehr, sehr schön. Da würde ich sagen, Freunde, es geht jetzt in Richtung Mine rein. Denn ja, jetzt gleich sollten wir auch schon, denke ich mal, Eisen finden. Theoretisch könnten wir uns auch noch im Villager-Dorf umschauen, ob wir hier nicht fündig werden. Aber ich glaube, bei unserem Glück werden wir hier kein Eisen finden. Und wir sehen, hier ist so ein bisschen... Ja, so ein paar Samen, Setzlinge, das ist jetzt nicht das, wonach wir suchen. Ich setze auch mal ganz schnell meinen Spawnpoint, baue nochmal 2-3 Bäume ab, falls wir nochmal nachher Holz benötigen sollten. Und dann passt das auf jeden Fall fürs Erste. So, jetzt schauen wir mal, wo wir eine Mine finden. Okay, und das hier sieht mir auf jeden Fall nach einer Mine aus. Die Frage ist jetzt nur, welche Richtung gehen wir? Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal diese Richtung hier. Ich hoffe, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Kohle haben wir auch am Start. Nehme ich einfach mal mit nebenbei. Wenn wir sowieso jetzt hier schon in der Mine sind, dann kann ich mir nochmal ein paar Fackeln machen. Packen wir uns in die zweite Hand, sollte soweit passen. Okay, aber ich sehe hier leider gar kein Eisen. Das kann... Oh Gott, was war das denn? Nein, 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 nein. Warum bin ich in die Lava gesprungen? Bin ich lost? Och Leute, nein, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich hoffe nicht, dass wir sterben. Oh, schnell Richtung Wasser, 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 Wasser. Ich glaube, das reicht noch, das reicht. Oh, okay, ich bin lieber Richtung Wasser gelaufen, weil ich hatte schon so ein Horrorszenario im Kopf, dass wir sterben. Okay, also das heißt, wenn wir da jetzt nochmal vorbeilaufen, passe ich nochmal ein bisschen mehr auf. So, zack, jetzt hier auf jeden Fall an die Seite gehen und schauen wir uns jetzt mal um. Finden wir hier noch Eisen? Sieht jetzt aber nicht so danach aus, leider. Oder da ist Eisen, let's go. Okay, doch, Eisen haben wir am Start, Freunde. Okay, dann werden wir uns jetzt nämlich unser Fernglas reinmachen. Okay, zack, Leute. Das heißt, Crafting Table haben wir jetzt nicht mitgenommen. Ist aber auch kein Problem. Wir machen uns einfach einen neuen. So, und es fehlt natürlich noch der Ofen wegen Glas. So, das heißt, doch, das sollte soweit passen. Also einmal der Ofen, zack, einmal durchschmelzen. Mache ich jetzt einfach mal mit der Holzspitzhacke, brauchen wir ja sowieso nicht. Und dann sind wir schon ready, um uns das coole Fernglas zu craften. Okay, dann sehen wir jetzt, hier ist unser Glas am Start und jetzt wird einmal unser Fernglas jeden Moment fertig gemacht, wenn wir noch das zweite Eisenstück haben. Denn das Rezept ist sehr simpel. Okay, nehmen wir das Ganze mal heraus. Zack. Und wir sehen schon, da, ja gut, das andere können wir eigentlich auch durchschmelzen. Ist eigentlich komplett egal. So, dann machen wir das Ganze hier. Zack, zack und zack. Und da sehen wir, hat das Fernglas funktioniert, Freunde. Sehr, sehr nice. Wir nehmen es mal raus. Ich meine, Leute, schaut euch einfach mal dieses coole Fernglas an. Aber ich würde sagen, wir nehmen das Fernglas und bringen es erstmal an die Oberfläche. Denn ja, wir sehen, es heißt einfach mal realistisches Fernglas.
Okay, Leute, so sieht's aus. Richtig cool. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob dieses realistische Fernglas auch funktioniert, wie es versprochen wurde. So, jetzt muss ich einmal ganz kurz hier nach oben gehen. So, zack. Wir mogeln uns jetzt hier einfach ganz schnell einmal durch und... Oh, ist es schon Nacht? Nee, oder? Es ist noch nicht Nacht. Nee, es ist noch nicht Nacht, wollte schon sagen. Das wäre noch ein bisschen früh. Aber es geht auf jeden Fall Richtung Nacht, aber kein Problem. Sondern würde ich sagen, wir gucken mal durch das realistische Fernglas durch. Okay, Freunde, wir sehen auf jeden Fall, das Ganze sieht sehr, sehr heftig aus. Mein ganzer PC ist auf jeden Fall am Laggen. Und wir sehen, Leute, oh mein Gott, alter Schwede, hier realistische Lava ist am Start. Man erkennt jetzt leider nicht so viel, weil es, wie gesagt, langsam dunkel wird. Aber ich habe auch gesehen, da sehen wir sogar ein realistisches Schwein, einfach nur durch dieses Fernglas. Oh Leute, müsst ihr, wie gesagt, verzeihen, dass mein PC hier am Abschmieren ist. Das Ganze verbraucht wohl sehr viel Leistung. Deswegen würde ich sagen, wir machen erstmal weiter, wenn wieder Tag ist, weil so bei Nacht sich das anzuschauen, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Aber wir gehen einfach mal schnell in das Villager-Dorf und waren ja eigentlich genug Betten am Start. Das heißt, wir gehen jetzt schlafen und dann können wir uns das Villager-Dorf auch einfach mal anschauen. So, Kollege, du haust jetzt hier ab, bitte. Das ist jetzt offiziell mein Bett. So, genau, verzieh dich, Kollege. So, hau ab. Okay, sehr schön. So, dann haben wir jetzt hier ein Bett am Start und am nächsten Morgen schauen wir uns dann mal das Villager-Dorf an. Okay, wir sehen jetzt hier, zack, zwei Villager sind wieder reingekommen, kein Problem. Und ich stelle mich am besten irgendwo hin, wo wir auch einen ganz guten Überblick haben über das Villager-Dorf. Und ich glaube, dort oben auf so einem Baum, das wäre, glaube ich, ein ganz guter Aussichtspunkt. Das scheint, glaube ich, ganz gut zu sein. Okay, dann stellen wir uns jetzt mal hier oben drauf. So, das realistische Fernglas ist natürlich am Start. So, und dann gehe ich jetzt einfach... Ah, der Baum verdeckt ein bisschen alles. So, ich mache den Baum deswegen einmal ganz kurz weg. Weil wenn wir dann den Baum weggemacht haben, haben wir eine deutlich bessere Sicht über das Villager-Dorf. Und ich möchte ja sehen, wie das durch dieses ultra-realistische Fernglas aussieht. Okay, dann können wir jetzt nämlich wieder drauf gehen, nochmal schnell Brot essen und das sollte jetzt jeden Moment verschwinden, diese Blätter. Okay, wir sehen auf jeden Fall, das hier ist einfach mal das realistische Villager-Dorf. Okay, wir sehen jetzt leider nicht so viel, aber ein bisschen was sehen wir hier. Okay, ein paar Sachen, zum Beispiel diese Samen sehen noch ganz normal aus. Okay, sehr interessant. Hier haben wir auch die realistischen Blätter am Start, die leider noch so ein bisschen die Sicht verdecken. Aber wir können auf jeden Fall sehen, dass dieses Villager-Dorf super, super cool aussieht im realistischen Zustand. Okay, wir gucken mal nach links. Hier haben wir natürlich auch noch ein paar Blumen am Start. Hier sehen wir, okay, Wasser ist hier auch am Start. Sogar so eine richtig coole Spiegelung von der Sonne haben wir jetzt hier im Wasser. Okay, aber wir sehen auch hier ist leider Ende mit dem realistischen Fernglas. LOL, was ist das denn? Hier haben wir sogar so coole realistische Kühe am Start. Leute, schaut euch die mal an. Okay. Also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr überrascht, wie cool Minecraft hier einfach mal aussieht. Aber ich möchte natürlich noch in andere Gebiete reingehen, weil ich glaube, so andere Gebiete in realistisch zu sehen, ist auch nicht verkehrt. Dagegen sieht jetzt Minecraft ohne dieses realistische Fernglas natürlich total schlecht aus. Aber ist ja auch halb so wild. Vor allem würde ich eigentlich gerne auch noch in den Nether gehen. Das machen wir auf jeden Fall noch am Ende des Videos. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Ich würde sagen, in der Zwischenzeit... Oh, jetzt sehen wir hier wieder die ganz normalen Kühe. Die sahen gerade aber noch ganz anders aus. Okay, aber wir suchen uns jetzt nämlich nochmal ein anderes Biom. Und zwar ein Dschungelbiom oder ein Schneebiom. Das wäre der Hammer. Und Leute, dreimal dürft ihr raten, was ich gefunden habe. Ich habe nur nicht dieses Dschungelbiom gefunden. Ich habe tatsächlich auch noch hier sofort nebenan ein Eisbiom gefunden. Das heißt, wir können beides eigentlich anschauen mit diesem realistischen Fernglas. Aber ich würde sagen, oh, da ist sogar noch ein Dschungeltempel. Ey, das ist ja cool. Das ist richtig nice. Dann würde ich sagen, ich positioniere mich irgendwie hier so. Und dann würde ich sagen, schnappen wir uns unser realistisches Fernglas und gucken mal durch. Boah, und ich muss sagen, ich bin richtig erstaunt darüber. Schaut euch diesen Anblick einfach mal an. Wir sehen hier vorne ist der Dschungeltempel. Und ja, ich gucke jetzt hier mal weiter nach rechts. Da sind sogar Tintenfische im Wasser. Was?
Wie sehen die denn aus? Ich meine, allein das Wasser sieht so sehr, sehr schön aus. Mit dieser ultra-realistischen Spiegelung. Aber wir sehen hier vorne einfach nur dann diese Tintenfische, die so viel realistischer aussehen. Okay, hier vorne noch. Alter, Leute. Oh mein Gott, wie cool sieht das denn bitte schön aus? Also man sieht auch, mein PC kommt ein bisschen an die Grenzen. Es ruckelt ein wenig. Aber davon lassen wir uns natürlich nicht beirren. Also der Dschungel gefällt mir jetzt schon. Und wenn wir jetzt mal einen Schwenker nach rechts machen, müsste das sein, dann sehen wir auch jeden Moment, dass eigentlich... Ah, hier haben wir Sand, okay. Hier gleich müsste eigentlich dann dieses Eisbiom also am Start sein. Oh ja, da sehen wir es, aber irgendwie noch nicht so ganz 100%, wie ich mir es eigentlich vorstelle. Denn ich würde gerne... Oh, warte mal, das ist hier Wasser, genau. Ich würde gerne noch ein bisschen was vom Schnee sehen. Wir müssen uns, glaube ich, nochmal eine andere Position raussuchen. Okay, also ich muss sagen, so sieht Minecraft natürlich deutlich anders aus auf einmal. Boah, eigentlich würde ich das auch gerne mal unter Wasser ausprobieren. Wie sieht das unter Wasser so aus? Oh, das wäre eigentlich auch eine ganz coole Idee, aber ich glaube, dann würde ich leider sterben. Egal, wir begeben uns jetzt erstmal in dieses Schneegebiet. Boah, ist hier überhaupt Schnee? Ah, ist natürlich jetzt nicht optimal. Also hier vorne sehe ich auf jeden Fall einen Eisbären. Okay, ich würde eigentlich sagen, vielleicht, wenn wir uns hier oben irgendwo positionieren, haben wir auch noch den Blick auf den Eisbären. Und ich bin natürlich auch gespannt, ob der auch realistischer wird. Deswegen, oh, ja, wir gucken mal, wir gucken mal. Wir stellen uns, glaube ich, hier einfach hin in die Mitte, so ungefähr. So, habe ich jetzt hier noch Blöcke? Ja, ich habe Blöcke. Dann kann ich mich nämlich hier auch irgendwie natürlich hochbauen. So, dann kommen wir rüber. Zack, so. Ah, Leute, das ist gar nicht mal so einfach hier. So, dann machen wir es mal so. Zack. So, jetzt bin ich aber echt mal gespannt. Also, ich denke mal, die Aussicht sollte sehr, sehr schön sein. Genau, wir gehen mal nach hier oben. Aber dann haben wir keinen Blick auf die Eisbären. Ist auch ein bisschen doof. So, dann hier. Oi, 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 bekommen wir ein bisschen Schaden. Kein Problem. Ah, und jetzt verstecken die sich da unten so ein bisschen. Aber Leute, ich würde sagen, wir packen trotzdem mal das realistische Fernglas aus. Also wir sehen da unten auf jeden Fall, die Eisbären sind am Start. Die sehen deutlich besser aus als gedacht. Aber das Eis an sich, oh, ich weiß nicht. Irgendwie sieht das sehr, sehr merkwürdig aus, um ehrlich zu sein. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Hier auch nochmal Sand. Lol, warte mal. Das sind ja noch realistische Schafe. Ey, die sehen ja auch voll cool aus. Okay, dafür hat sich das dann doch gelohnt. Also für diese coolen, realistischen Schafe, die wir hier vorne haben, mit denen habe ich ja gar nicht gerechnet. Aber gut, die Eisbären, wie gesagt, wo sind die denn jetzt hin? Ach, da vorne. Warum auch immer die sich verstecken wollen, ich weiß es nicht. Ich glaube, sonst sehen wir aber nichts hier so drumherum. Ah, ich, das war es auch eigentlich soweit. Ja, okay, aber egal. Dann würde ich sagen, sehen wir jetzt mal zu, dass wir Richtung... Nether laufen, weil da bin ich natürlich auch sehr gespannt drauf. Oh, hier haben wir noch ein paar Bäume. Oh, da müssten auch Bienen rauskommen eigentlich, ne? Ja, da tut sich aber gerade leider nichts. Egal, wir gehen mal Richtung Nether. Okay, und da sind wir schon im Nether angekommen. Ey, jetzt, also ich bin wirklich sehr gespannt auf den Nether, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Weil hier erhoffe ich mir echt einiges. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal an hier mit diesem Nether-Portal. Ich würde sagen, ich positioniere mich hier erstmal irgendwo hier oben. Genau, wir können ja einfach mal hier hochlaufen und gucken, ob wir dann etwas mit dem realistischen Fernglas sehen werden. Weil natürlich ist das alles ein bisschen eng hier. Aber kein Problem. Ich denke mal, es sollte ganz gut von der Position aus sein. Oi, 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 Leute, was ist das denn? Alter, schaut euch mal dieses Nether-Portal an. Ey, das ist ja Wahnsinn. Also das ist wirklich der Wahnsinn, Freunde. Mit so etwas Realistischem habe ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Schaut euch das mal an. Alleine dieser Nebel, der hier die ganze Zeit herrscht. Alter Schwede, hier tropft es auch irgendwie. Oh mein Gott, da hinten sehen wir Glowstone. Ich weiß jetzt nicht, sehen wir auch hier noch irgendwo Mobs? Mobs sehe ich hier tatsächlich leider nicht. Aber schaut euch mal diese Reflexion an aus dem Nether-Portal. Okay, gucken wir nochmal kurz nach rechts. Lava sehe ich hier auf jeden Fall eindeutig. Ganz, ganz viel Lava sogar. Okay, hier fließt einiges. Aber sonst erkenne ich hier auch nichts. Feuer, Quarz sehe ich und sonst... Sonst schauen wir mal, ob wir vielleicht nicht irgendwo noch einen Gast finden. Und ich bin hier gerade schon fleißig am Rumlaufen im Nether, aber Gast sehe ich jetzt hier aktuell leider nicht. Aber warte mal, ich mache mal die Render Distance ein bisschen höher. So, zack. Hier vorne sehen wir auf jeden Fall ein... Okay, warte mal, da können wir eigentlich drauf schauen. Ist ein kaputtes Portal. Gucken wir mal ganz kurz durch. Okay, also ich muss sagen, man erkennt nicht so viel wie gedacht, aber... Ich höre zumindest Gasgeräusche. Da ist sogar ein Gast. Da ist er sogar. Schaut euch ihn mal an. Ein Gast in super realistisch fliegt hier einfach mal herum. Okay, wir gucken mal nach rechts, dort, wo dieser
Wald anfängt. Da sehen wir das kaputte Portal. Auch in super realistisch. Endermänner sehe ich sogar hier vorne. Und ich höre... Ah, da ist Glowstone. Okay. Glowstone sehe ich auch noch. Ich höre irgendwie Gasgeräusche, aber ich sehe keinen weiteren Gas. Okay, da haben wir hier diesen kleinen Wald im Nether, wenn ich ihn mal so nennen kann. Und sonst sehe ich jetzt auch nichts Auffälliges. Ah, da ist noch ein Gast. Oh mein Gott, da ist doch noch ein Gast. Ich wusste es. Ich habe doch irgendwelche Sounds gehört. Schaut euch ihn mal einfach an. Leute, richtig, richtig nice. Nein! Oh nein, nein! Mein realistisches Fernglas. Ich habe aus Versehen, als ich W gedrückt habe, als ich nach vorne laufen wollte, habe ich aus Versehen Q gedrückt. Jetzt ist es vom Droppen. Jetzt ist mir das Fernglas in die Lava gefallen. Och Mann, Leute. Oh. Egal, ich würde an dieser Stelle sagen, wenn es euch gefallen hat und ihr vielleicht noch einen zweiten Teil haben wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Dann gibt es mehr vom realistischen Fernglas. Bis dann und ciao.